Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Blutpunkte auszugeben. Wir haben zwar nicht ganz die 1 Million geknackt, aber wir sind kurz davor. Deswegen kloppen wir weg, was weggekloppt werden will. Ich gehe davon aus, dass wir Rin heute fertig bekommen. Wir hatten ja letztes Mal gezählt. Ich glaube, es waren nur noch 4 Level oder so, die gefehlt haben. Und danach können wir dann mal schauen, wen wir noch als nächstes fertig machen. Ich glaube, ich gehe mal... Oder was ist das hier? Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Boah, ist natürlich auch nicht schlecht, ne? Gehen wir mal hier unten hin. Ich weiß noch nicht genau, wen wir danach machen. Ich glaube, Billy habe ich schon mal ein bisschen angefangen zu leveln. Ich würde den da gerne safe machen zumindest. Obwohl, theoretisch, eigentlich brauche ich die Dinger sowieso nicht mehr. Außer vielleicht, um nochmal ein paar zusätzliche Blutpunkte zu geiern. Aber ansonsten habe ich da ja eigentlich keine Verwendung mehr für das Halloween-Event. Nähert sich so langsam, aber sicher dem Ende. Ich hoffe, ihr konntet alle eure Ziele erreichen, die ihr euch gesteckt habt. Ich hoffe, ihr konntet fleißig die Pustelblumen abfarmen. Ich habe es auf jeden Fall geschafft. Ich meine, okay, ich glaube, das verwundert auch niemanden so wirklich. Ich spiele doch relativ häufig Dead by Daylight, falls es dem einen oder anderen noch nicht aufgefallen sein sollte. Und ja, dementsprechend habe ich die 60 Pustelblumen oder beziehungsweise die 60 Fläschchen mit Nektar dann gestern im Video ja fertig gesammelt. Ihr habt es mitbekommen. Okay, wir hatten ja irgendwann schon mal drüber gesprochen vor ein paar Tagen, wie ihr das Halloween-Event so findet. Viele Leute haben da doch ein relativ positives Feedback zu abgegeben, was ich eigentlich ganz cool finde. Da können die Devs sich dann ja tatsächlich mal auf die Schulter klopfen und sich sagen, we did it. Warum? Wieso geht er auf einmal wieder hier hin? Hier, er war doch hier. Er müsste doch jetzt da hingehen. Ich verstehe es nicht. Manchmal ist der Entitus einfach nur ein kleiner, dreckiger Cheater. Und ihr wisst, was man über kleine, dreckige Cheater sagt, richtig? Ah, warte. Wir pushen ihn da unten hin, damit er sich noch das andere Offering da holen muss. Ja, das bedeutet, die Killer sind ja demnächst dann wieder alle perfekt. So wie es aussieht, ich sehe keinen... Es sieht so aus, als ob das hier jetzt der letzte Baum wäre. Es gibt nur diesen einen Perk hier drin. Okay, dann, Entitus startet da oben, dann soll er gerne da oben starten. Holt sich natürlich erstmal, warte mal, ich hole mir erstmal das hier. Der kleine Gauner holt sich natürlich erstmal das Memento Mori. Na gut, lassen wir ihm seinen Spaß, dann bekommen wir das hier. Wir holen uns den hier und... Zack, damit wäre Rin dann fertig. Wir haben noch 771.000 Blutpunkte und können ja mal eben zum nächsten Killer gehen. Wir gehen mal eben zum Billy, das ist der nächste Killer. Und da seht ihr schon, ich habe mir gestern im Stream das Oberteil vom Billy geholt und die Waffe. Die Hose habe ich mir nicht geholt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, die Hose sah jetzt nicht so spektakulär aus. Die hat jetzt halt nicht mehr diesen ekligen Siff-Effekt von den Pustelblumen. Die ist einfach nur ein bisschen zerrissen, man sieht ein bisschen seine Beine, da kann man genauso die hier nehmen, dachte ich mir. Deswegen habe ich mir hier nur die 2 Sachen geholt. So, Billy habe ich schon bereits ein bisschen gelevelt, wie ihr seht. Deswegen denke ich mal, dass wir den Billy auch noch fertig bekommen. Und ich habe noch gar keinen richtigen Plan, was ich jetzt eigentlich mache. Oh ja, das ist das letzte Level beim Billy jetzt bereits. Alles klar. Könnte sein, Leute, dass wir den Billy fertig bekommen, ja. Die Experten munkeln noch, ob wir es schaffen, aber sie sind guter Dinge. ja, wir könnten uns hier natürlich auch gleich noch das Halloween-Addon, beziehungsweise das Halloween-Offering gönnen. So, und dann ist Billy auch fertig. Gut, das ging relativ schnell. Wen habe ich denn noch? Myers ist auch schon fertig. Wen habe ich denn noch gelevelt bisher? Ich glaube, Bubba oder den Clown? Einen von beiden hatte ich schon ein bisschen gelevelt. Ich glaube, den Clown habe ich noch weiter gelevelt, oder? Ne, der hat auch keine Offerings mehr. Komm, leveln wir den guten Kernis einfach mal weiter. Im Prinzip ist es ja auch egal, wen wir jetzt als nächstes weiter leveln. Ja, soll ich jetzt wirklich auf Krampf die Halloween-Items noch? Ja, komm, ich sammle sie mal einfach ein. Nächstes Jahr kommt Halloween ja auch nochmal wieder. Vielleicht kann man die Offerings dann ja nochmal verwenden. Wer weiß das schon. Wir lassen uns überraschen. Da unten kann er von mir aus lang gehen. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob da irgendetwas wäre, was jetzt besonders spannend wäre. Ja, wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mache, wenn ich mit den Killern jetzt wieder fertig bin. Beim letzten Mal habe ich dann ja Kate hochgelevelt. Ich weiß aber nicht, ob ich nochmal unbedingt einen weiteren Survivor... Ich gehe jetzt mal hier zu dem... Okay,
Hab's schon verstanden, Entitus. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt noch einen weiteren Survivor hochleveln will. Die einen oder anderen Leute schreien ja nach Shirtless David. Einige Leute schreien auch nach Feng. Also es gibt da relativ viel Auswahl, welchen Charakter man dann... Das gute alte Tuch der Trennung. Hat schon immer den ein oder anderen Survivor dazu gebracht, zu Rage quitten. Jo, beide am gleichen Strang. Dann gehen wir einfach mal nach hier unten, den haben wir nämlich noch gar nicht gehabt bisher. Ich weiß nicht genau, ob sich das so lohnt, in Anführungsstrichen, noch einen weiteren Survivor zu leveln. Ich meine, es ist schon cool, wenn wir noch einen hätten. Auf der anderen Seite bin ich halt im Überlegen, lohnt es sich wirklich, die immer alle extra auf Prestige 3 hochzukloppen? Vor allem angenommen, die Schreie nach Shirtless David King werden jetzt so laut, dass ich mir wirklich David King hochlevel. Und wir wirklich das Shirtless Outfit anziehen, brauchen wir überhaupt noch diese Prestige-Kleidung in Anführungsstrichen? Die ist ja, das ist einfach nur diese blutige Kleidung. Klar, man hat auch ein bisschen eine höhere Chance auf hochwertige Items, aber wir haben schon 3 Survivor auf hohem Level. Also wir sind jetzt auch nicht irgendwie abhängig davon, dass wir unbedingt noch gute Ausrüstung bekommen müssten. Dementsprechend bin ich mir da so ein bisschen unsicher, was ich machen soll, ob ich es machen soll. Und wenn ja, ob ich nicht einfach sie hochlevel bis Level 50, aber sie halt eben nicht prestigiere und mir dann denke, hey, was soll's, sind die halt Level 50 mit sämtlichen Perks und haben kein Prestige, weil sie sowieso ein cooles Outfit bekommen. Bin ich noch ein bisschen in der Überlegungsphase. Das ist natürlich dann auch, dann spart man sich quasi dreimal auf Level 50 hoch zu pushen. Das sind, weiß ich nicht, bestimmt 4 Millionen oder 5 Millionen Blutpunkte, so Pi mal Daumen, irgendwas dazwischen wahrscheinlich. Und bis zum nächsten Killer vergeht ja auch noch ein bisschen Zeit. Der nächste Killer, wann kam denn Rin raus? Ich hab, das ist irgendwie, es ist schon wieder länger her, als man denkt. Man denkt irgendwie so, hey, Rin ist noch gar nicht so lange draußen. Aber jetzt geht er bestimmt erst hoch, oder? Ich gehe dann trotzdem mal nach hier unten. Dann holt er sich das ganze Ding noch. Aber Rin ist auch schon wieder länger draußen, als man denkt. Bestimmt locker, also einen Monat auf jeden Fall. Wahrscheinlich 1,5 Monate eher, oder? Es ist wirklich schwer einzuschätzen irgendwie. Also wird es noch ein bisschen dauern, bis der nächste Killer kommt. Nämlich, ja, noch ungefähr knapp 2 Monate. Irgendwann im Dezember dann wahrscheinlich. Wenn ich das jetzt alles richtig noch hier mir zusammengereimt habe. So, Kenneth, dein letztes Level. Dann bist auch du wieder perfekt. Ey, guck mal, das geht doch echt. Nee, stimmt gar nicht, oder? Verdammt. Ich muss hier noch... Okay. Ich habe eben schon eins auf Stufe 3 gepusht. Und das andere ist jetzt erst auf Stufe 2 hoch. Naja gut, egal. Ist nicht so wild. Wir versuchen, verdammt, uns da noch was zu geiern. Der Entitus hat aber nein gesagt. Dann holen wir uns das hier. Aber den kriegen wir noch fertig, Leute. Wir haben ja noch fast 400.000, ein bisschen mehr Blutpunkte. Das bedeutet, das hier ist jetzt das letzte Level. Da ist es jetzt, ihr seht es, auf Stufe 3. Zorn des Gespenst. Ein sehr interessantes Perk, was in Kombination mit beständig doch relativ stark sein kann. Solltet ihr mal ausprobieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ihr habt es ja schon mal in den Michael Myers Runden von mir gesehen. Es kann schon mal ein bisschen Stress machen. So, hier machen wir dann Feierabend. Dann ist Kenneth auch fertig. Und ich mache dann jetzt einfach mal als nächstes Bubba, damit ich den auch fertig habe. So, dann sind die, die wir schon mal irgendwie angefangen haben, als erstes auch wieder fertig. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt. Obwohl, hier sieht es auch so aus, als ob ich noch nicht so weit gekommen wäre. Da oben das Addon, das hätte ich gerne, deswegen... Wir gehen mal eben hier hin. So, bevor er sich das holt, holen wir uns das. Ah, jetzt holt er sich das Addon da unten, ist aber nicht so tragisch. Mache ich hier zu? Nee, ich lasse ihn mal beide Möglichkeiten offen. Er hat sich trotzdem das schönere Addon von beiden geholt. So, die günstigen Sachen, die bekommst du nicht. Tut mir leid, Entitus, da habe ich auch noch ein Wörtchen mitzureden. Ja, für Bubba fehlt mir auch immer noch das eine Gesicht, Leute, ne? Müssen wir mal wieder ein bisschen Bubba spielen, wenn sich ein Jake in unsere Lobby verehrt hat. Aber Jake ist irgendwie so, weiß ich auch nicht, der wird so selten gespielt. Keine Ahnung, was da los ist. Ja, ist mir eigentlich egal, was du dir holst. Er holt sich das. Das hier ist die Zeitstrafe beim Anstoßen. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so spannend, muss ich sagen. Damit spiele ich relativ selten. Holen wir uns lieber das pinke Memento Mori. So, ansonsten, Leute, ich würde sagen, ihr könnt auch gerne wieder... Obwohl, machen wir jetzt noch Punkte-Videos eigentlich? Oder soll ich die Punkte einfach immer zwischendurch raushauen? Ich weiß nicht, ich kann immer so schwer einschätzen, ob das wirklich interessant noch ist für die meisten Leute hier.
Ich weiß, es gibt sowieso viele Leute, die sich die Blutpunkte-Videos so oder so nicht anschauen. Aber an die Leute, die sich die anschauen, ja gut, ihr seid ja auch die Einzigen, die das jetzt hören, was ich sage. Soll ich die anderen Killer auch noch hier im Blutpunkte-Video leveln oder nicht? Das wäre so die Frage, die sich mir stellt. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Falls ihr gerne weiterhin die Blutpunkte-Videos sehen möchtet, dann wäre es auch wieder cool, wenn ihr mir so ein paar Themenvorschläge vielleicht... Ah, Qual der Wahl, ist ja egal, was wir uns holen. Wenn ihr mir ein paar Themenvorschläge in die Kommentare reinpackt, über was man mal sprechen könnte, also DBD-spezifische Dinge natürlich. Ich möchte gerne die Blutpunkte-Videos dann auch dafür nutzen, über Dead by Daylight Belange zu sprechen und nicht über irgendwelche anderen Sachen. Ich hatte erst überlegt, ob ich über ein paar Dinge spreche, die den Kanal betreffen. Da habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Da werde ich ein Infovideo machen innerhalb der nächsten Tage. Ich hoffe, dass ich es morgen fertig bekomme. Gibt auch wieder ein paar Infos. Die Leute, die auf Discord sind oder die im Stream unterwegs sind, die wissen das schon. Ich sag nur YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. Hashtag Spoiler. will ich noch ein paar Worte zu verlieren. Und ansonsten, wie gesagt, würde ich ganz gerne eigentlich das so beibehalten, dass wir hier in den Videos auch über Dead by Daylight Belange sprechen, weil das halt ein DBD-Video ist und Leute, die sich jetzt für andere Sachen interessieren, wahrscheinlich die Dead by Daylight Videos sowieso nicht schauen. Okay, ich hole mir das hier nochmal schnell. Das hier könnte im Übrigen auch das letzte Level werden, wenn ich das so gerade mal betrachte. Verringert gleich die Aufladezeit. 68.000, ja, schaffen wir jetzt noch ein Level oder nicht? Wir haben hier sowieso noch, also wir schaffen Bubba auf jeden Fall nicht fertig zu machen. Alter, guck mal hier, da hauen sie mir aber die Halloween-Offerings nochmal um die Ohren. Er geht hier hin, das fällt weg. Er geht hier hin, nichts. Er geht hier hin, nichts. Er geht hier hin, das fällt alles weg. Vielleicht wird es ja doch nochmal ein relativ schnelles Blutnetz. Ich lasse den Entitus mal hier seine Arbeit machen. So, dankeschön. Da hat er richtig was zu schlucken gehabt. Ah, der Entitus. Und dann schaffen wir es tatsächlich noch, dieses Level hier fertig zu machen. Das bedeutet, wie viel muss ich jetzt noch, zwei oder einmal hochleveln? Einmal nur noch. Verdammt, das hier ist das letzte Level, Leute. Okay, also, dann ist der Bubba auch so gut wie fertig. Mit 24.000 schaffe ich es allerdings nicht, dieses Blutnetz nochmal fertig zu machen. Zumal es sowieso erst losgeht, wenn ich mir 5 Sachen geholt habe. Naja gut, Leute, dann war das jetzt das Blutpunkte-Video. Heute ein bisschen kürzer, weil ich hier wirklich mich drauf konzentrieren konnte, die Blutpunkte auszugeben. Und kein Thema hatte, über das wir hier nebenbei quatschen. Wie gesagt, wenn ihr DBD-spezifische Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren. Wie immer natürlich auch gerne nochmal hier zum Halloween-Event ein, zwei Worte. Die Devs haben ja auch nochmal ein paar Änderungen vorgenommen. Da haben wir, glaube ich, auch noch nicht drüber gesprochen, oder? Ich finde die Änderung auf jeden Fall nice. Habt ihr ja, denke ich mal, aus den Videos heraus schon gelesen. Wie ihr die findet, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.